Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Opitz und ich begrüße dich hier zum Lehrgang PHP 5 für Einsteiger. In unserer Lektion 45 schauen wir uns jetzt ein Formular an mit sogenannten Radio-Buttons und schauen uns an, wie man das machen kann. Radio-Buttons sind die Möglichkeit, dass ich hier etwas auswählen kann. Das Ganze befindet sich jetzt hier wiederum in diesem Listing. Ich habe hier wieder ein HTML5 Grundgerüst und habe dann innerhalb des Body-Tags dann der von hier bis hier reicht, ein Formular angelegt, wieder kenntlich an diesem Formfeld. In dem Fall rufe ich jetzt hier wieder dasselbe Listing auf, also ich rufe das nach Absenden des Formulars wieder dasselbe Listing auf, wieder Typ Post. Und als Besonderheit habe ich jetzt in dem Fall hier den sogenannten Input Type Radio hineingegeben. Radio steht hier für diese Auswahlmöglichkeit. Und wichtig ist, dass man hier denselben Namen wählt. Alter, neu, was auch immer. Es muss aber immer derselbe Name sein, damit man dann auch weiß, zwischen welchen Werten für Alter in dem Fall hier entschieden wurde. Value, ja und nein, steht dann letztlich für die Werte, die übergeben werden. Die dann in dieser Variable dann übergeben werden. Ja und nein werden dann davor geschrieben. Da könnte man auch einen längeren Text schreiben. Also entscheidend sind hier noch einmal die Festlegung des Namens, dann dieses Reader-Buttons hier, was muss der gleiche sein, und dann Value, die Werte, die damit übergeben werden. Ja, wenn ich das neu aufrufe, dann brauche ich hier wieder die Is-Set-Abfrage, ob es überhaupt Werte gibt für Alter. Wenn das nicht der Fall ist, geben wir gar nicht hinein oder geht PHP gar nicht hinein, diese If-Abfrage. Wenn aber was übergeben wird, das heißt, wenn irgendwelche Werte hier für einen Radio-Button übergeben werden, ist die nächste Frage dann die, ob jetzt der Wert Ja in dieser Variable gespeichert ist oder nein. Je nachdem, was ihm übergeben wird, wird ausgegeben mit Hilfe von Echo, du bist also älter, du bist also jünger. So kann man dann in dieser einfachen Art und Weise dann solche Übergaben dann auch auswerten. Schau dir das mal genau an, löse diese Aufgabenstellung hier, experimentiere ein bisschen und danke für das Zuhören, Zuschauen. Danke.